Eine ganze Reihe von Menschen machen sich selbstständig nur des Geldes wegen, weil sie entweder mehr Geld verdienen wollen oder weil sie gezwungen sind, aufgrund des Verlustes ihres Arbeitsplatzes Geld verdienen zu müssen. Es gibt aber eine ganze Reihe mehr Gründe mit der Fragestellung, warum ist das Leben als Selbstständiger motivierender? Und das gilt auch für dich, wenn du Angestellter bist und vielleicht einen Nebenerwerb als zweites Standbein eröffnest. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich kann diese Frage, wieso ist das Leben als Selbstständiger motivierender, besonders gut beantworten, weil ich beide Seiten kenne. Auf der einen Seite kenne ich das Leben als Max, ein Angestellter, der Dienst nach Vorschrift machen muss. Das habe ich in 3 Behörden erlebt und auch in vielen anderen Angestelltenverhältnissen, die ich hatte, während ich mein Unternehmen aufgebaut habe. Auf der anderen Seite habe ich nun dieses Jahr mein 20. Unternehmen gegründet und weiß auf der anderen Seite daher auch genau, wie es sich als Moritz lebt, also als ein selbstständiger Unternehmer, der selbst gezwungen ist oder auf der anderen Seite die Freiheit hat, sich das eigene Ziel, die eigene Wege selbst zu suchen und 100% verantwortlich ist für alles das, was dort kommt. Schauen wir uns zunächst das Leben von Max an. Er ist angestellt und hat keinerlei Nebenerwerbseinkünfte und Spielräume. Er muss oder sollte erstmal eine vernünftige Ausbildung machen, vielleicht ein Studium. Danach muss er dann auch noch einen Abschluss machen. Er muss also durchhalten, damit er Zeugnisse für seine Bewerbungsunterlagen hat. Und dann muss Max sich bewerben und dort muss er dann arbeiten und dort muss er dem Folge leisten, was andere sagen, was die Richtlinien, die Vorschriften oder die Prozessanweisungen sagen. Und dann muss er noch Steuer zahlen mit relativ wenig Gestaltungsspielräume und das muss er so lange machen, bis er schließlich in die Rente gehen muss. Schauen wir uns mal den ersten großen Unterschied im Leben von Moritz an. Moritz kann mich entscheiden, welche Ziele er anstrebt. Also ob er beispielsweise Produkte veräußert oder ob er beispielsweise Dienstleistungen vermittelt oder ob er irgendetwas produziert. Er kann praktisch die Ziele, also den Inhalt seiner Tätigkeit, mit wem er was, wann arbeitet und mit wem er zusammenarbeitet und wie er arbeitet, zu welchen Preisen, kann er sich komplett selbst aussuchen. Er hat also eine maximale Freiheit und kann jeden Tag auch sagen, also das, was ich gestern gemacht habe, das lasse ich und ich entscheide mich, eine neue Dienstleistung, ein neues Produkt oder neue Produktion anzufangen. Du denkst vielleicht, dass auch ein Angestellter diese Freiheit hat. Auf der einen Seite stimmt das, auf der anderen Seite gibt es aber auch Untersuchungen, von denen ich damals gehört habe in der Behörde, dass ein Angestellter, wenn er länger als 8 Jahre im Arbeitsplatz tätig ist, kaum noch die Bereitschaft und auch die Fähigkeit hat zu wechseln. Auf der einen Seite, weil er sich daran gewöhnt hat, auf der anderen Seite, weil er so viele laufende Finanzierungen hat, dass er seinen Lebensstil gar nicht mehr ändern möchte. Der zweite große Vorteil ist, dass Moritz selbst entscheiden kann, wie hoch sein Einkommen ist und wie viele Stunden er arbeitet. Während also bei Max es so ist, dass er Dienst nach Vorschrift macht und dann auch nach Tarif bezahlt wird, kann Moritz selbst entscheiden, wie hoch sein Stundensatz ist, wie hoch die Verkaufspreise sind, wie niedrig die Kosten sind und wie groß dann auch die Erträge und Überschüsse wären. Es gibt also für einen Selbstständigen oder einen Unternehmer hinsichtlich des Verdienstes keine Obergrenze. Und der dritte große Unterschied, den Moritz in seinem Leben hat, dass er das Abenteuer jeden Tag in seinem Leben hat. Während also Max ins Kino gehen muss, Netflix angucken muss, Extremsportarten aufbauen muss oder vielleicht Computer spielen muss, hat Moritz jeden Tag in seinem Leben Abenteuer. Denn die Wirtschaft ist genauso wie in der Natur eine wilde, unberechenbare Umgebung. Du bist mit deinem Schiff ganz alleine draußen auf dem Meer, auf dem Weg zu deinem Zielhafen und dann kommt von links der Sturm und dann kommt eine Untiefe, dann kommt eine Flaute oder eine Strömung, die dich zurücktreibt oder du läufst mal auf Grund. Du bist also jeden Tag gezwungen, im echten Leben zu handeln, zu wirken und zu existieren. Und das gibt genau diese Abenteuergefühle, die dir so viele wünschen, die jeden Tag vor Netflix sitzen. Das vierte, was das Leben von Moritz mehr ausmacht, dass er wesentlich mehr Glück im Leben hat, ohne Ersatzstoffe und Ersatzbefriedigung suchen zu müssen. Denn die Gehirnforscher haben inzwischen festgestellt, dass du dir auf der einen Seite zur Aktivierung deines Glückszentrums Heroin, Zucker, Koffein, Alkohol oder andere Substanzen einführen kannst, dann fühlst du dich besser. Oder du kannst dieses Zentrum dafür nutzen, wofür es gemacht ist. Nämlich für Lernerfolge, für mehr Erkenntnisse. Das Gehirn belohnt dein Gehirn selbst mit körpereigenen Opioiden, also mit Glücksstoffen, wenn du eine Erkenntnis hast, die du vorher nicht hattest. Und das fünfte, was das Leben von Moritz ausmacht, dass er machtvoller wird, dass er kompetenter wird. Und zwar nicht durch Hochaltern oder Positionierung, weil es einen Pickel mehr auf der Schulter gibt, sondern weil er etwas gelernt hat, weil er täglich gezwungen ist, sich mit Gesetzen, mit Verkaufspsychologie, mit Menschen, mit Buchhaltung, mit neuen Produktlösungen, mit neuen Dienstleistungen, mit Online-Marketing, mit Offline-Marketing auseinanderzusetzen.
Er lernt also jeden Tag dazu, fühlt sich glücklich dabei und wird immer kompetenter, immer machtvoller. Und wenn Max jetzt beispielsweise in irgendeiner Nische sitzt in seinem Unternehmen, eine sich selbst endende Sackgasse und es keine Entwicklungsmöglichkeit mehr nach oben geht, keine Karrieremöglichkeit, die Persönlichkeit sich nicht weiter entfalten darf, ist es bei Moritz so, dass es tatsächlich nach oben keine Grenze gibt. Das heißt, je mehr Moritz an Projekten umsetzt, je mehr Schiffe er von einem Hafen in den nächsten Hafen führt, je mehr er dabei lernt, je kompetenter und machtvoller er wird, desto mehr steigt auch sein Status in seinem Umfeld und in der Gesamtgesellschaft. Er bekommt also mehr Einfluss und dadurch auch mehr Anerkennung. Und der 7. große Unterschied von Moritz zu Max ist, dass er immer mehr versteht. Er versteht nicht nur, weshalb sein Arbeitsplatz so wichtig ist, dass er dazu da ist, beispielsweise die Probleme von Menschen zu lösen und nicht nach Vorschrift zu arbeiten und dass er mehr verdient, wenn er vorher mehr gedient hat und dass das Geld nicht vom Chef oder von der Firma kommt, sondern vom Kunden kommt. Er versteht auch, wie die gesamte Abteilung aufgebaut ist. Er weiß auch, wie viele Abteilungen eine Firma ergeben und er weiß auch, welchen Platz die Firma in einer Branche hat und dass die Branche wiederum nicht der Markt ist und dass die Märkte relativ frei sind und reguliert werden von Gesetzen und dass es sinnvoll ist, in diesen Märkten auch Steuern und Abgaben zu zahlen, damit wiederum die Regierung die Arbeit machen kann, was sie soll, nämlich uns Bürgern zu dienen. Deshalb heißt es auch Staatsdiener. Während also Max auf der einen Seite in irgendeinem Unternehmen oder Behörde Dienst nach Vorschrift macht und den Gesamtzusammenhang und die Logik vielleicht gar nicht versteht oder für überholt hält, ist Moritz ganz anders unterwegs. Bei Moritz ist es so, dass er als Selbstständiger oder auch als Unternehmer alle Rollen und alle Bereiche des Unternehmens durchleben muss. Er muss sich mit fast allen Gesetzen im Laufe seiner Lebenserfahrung auseinandersetzen. Und dadurch versteht er auch wesentlich mehr und findet auch den Sinn dahinter und dadurch auch mehr Frieden. Sicherlich gibt es auch Unternehmen, wo du als Angestellter, als Firma in der Firma behandelt wirst und dann ähnliche Gestaltungsspielräume hast. Oder du bist Angestellter und du baust nebenbei dein Unternehmen auf. Auch dann kannst du natürlich diese 7 Schritte oder diese 7 Prinzipien auch selbst erleben. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, zu wechseln, also aus der Welt von Max in die Welt von Moritz, dann lade ich dich gerne ein, ein kostenfreies Erstgespräch zu buchen, denn wir können dir bundesweit dabei Unterstützung geben, nicht nur Businessplan, Finanzplan aufzubauen, Finanzierungsmittel zu recherchieren, sondern den gesamten Bereich vom Ausgangshafen bis zum Zielhafen mit dir zu planen und auch gemeinsam zu bewältigen. Wir haben Coaches, wir haben Berater an Bord, Rechtsanwälte, Steuerberater, alle Experten, die du brauchst, um dein Ziel zu erreichen. Deshalb lade ich dich gerne ein, jetzt das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat und auch gerne weiter zu empfehlen. Und zweitens, abonniere auch unseren Kanal, dann kriegst du Infos über weitere gute Filme. Und drittens, buche jetzt dein kostenfreies Erstgespräch, denn dann können wir dir wirksam weiterhelfen auf deinen Schritt in die Welt von Moritz. Dein Daniel Schäfer.